Sie sind hier, Kunsthorn WM ohne Altgseitshoff, 24. Juni 2018, 11.14 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Tabea Alt leidet an einem Knochenödem in der Schulter. Urheberrecht Getty Images. Tabea Alt fällt für die Kunsthorn-Weltmeisterschaften in Doha aus. Eine andere deutsche Hoffnung könnte dagegen rechtzeitig in Form kommen. Tabea Alt, WM-Dritte am Schwebebalken, kommt wegen eines Knochenödems in der Schulter für eine Teilnahme an den Kunsthorn-Weltmeisterschaften im Oktober in Doha nicht in Frage. Dies bestätigte Bundestrainerin Ola Koch am Rande der ersten von zwei EM-Qualifikationen in Chemnitz. Wegen ihrer Erkrankung kann die letztjährige Weltcup-Gesamtsiegerin aus Stuttgart seit Monaten nicht mehr trainieren. Dagegen rechnet die Teamchefin bei den Welttitelkämpfen in Katar mit einer Rückkehr von Elisabeth Zeitz. Die deutsche Mehrkampfmeisterin aus Stuttgart hat nach einer Entzündung im Bauchraum wieder mit dem Training begonnen. Punkt. Für die EM im August in Glasgow steht die Sportsoldatin aber noch nicht zur Verfügung.